Die erste richtige Abzweigung. Gut. Unten kann ich alles Stein machen eigentlich. Alles, was Erde ist, kommt weg. Das sollte auch keine Erde sein. Ah, das können wir vielleicht mal so viel ändern. Oder wir lassen die Ecke hier so kurz so. Aber nee, ich muss ja hier auch rumkommen. Da gibt es dann bestimmt mehrere Punkte, ne, wo das dann mal reinfließt hier. In die Richtung können wir jetzt auch gehen. Es gibt dann Punkte, wo ich dann wo nach unten gehen muss, einfach nochmal. So. Ich würde ja gerne bei dem großen Kanal, der oben offen ist, unten drunter durch. Das ist dann schwierig umzusetzen. Mal gucken, wie ich das mache. Ja, jetzt hier müssen wir jetzt mal gucken. Hier drüben nicht, also hier. Jetzt muss ich noch ein bisschen mit Licht arbeiten. Sonst wird es zu dunkel. Sonst seht ihr gar nichts. So. Wir müssen ja hier vorne gleich theoretisch auf. Genau, auf den Stein treffen. Das Problem ist, dass das ist jetzt für die Kobalt und dann geht es nach unten. Ich frage jetzt, wo bin ich gerade? Ich bin hier, in dieser Ecke. Gut, hier können wir nicht auch wieder einen Fluss machen, der also das eine Stelle machen, wo es reinfließt quasi. Das geht natürlich. Hier ein Stein, genau hier. Jetzt könnte man einfach auch so. Jetzt gucken wir mal hier den Stein wegmachen. Also über den hier. Da könnte man. Nee, das ist doof. Hier kann ich keinen wegmachen, weil dann kann ich da nicht mehr rumlaufen. Kann ich das hier wegmachen? Ja, kann ich nicht. Machen wir das so, dass man hier noch rumlaufen kann. Kies kann man ruhig auch am Boden lassen. Nicht auf der Seite, aber am Boden. Das ist okay. Ich buddel mal ganz kurz hier. Oh, Luft. Bin ich. Ich muss mal ganz kurz einen Bauweg machen. Ich muss wissen, wo ich bin. Okay. Bis auf den Weg. Hier so. In der Weg. Kommt, dann die zwei daneben. Okay. So, der Weg. Jetzt die Frage, wo geht der Weg runter? Toll. Ah, guck mal hier.
Nee. Mist. Hier. Genau hier. Hier geht es dann im Prinzip in die Kanalisation rein. So. Moment. Das ist jetzt. Ich muss jetzt das bedenken. Es ist ja jetzt nur der Zufluss des Stromes. Es ist nicht das, was schon wegfließt. Hier würde ich dann so geradeaus weitergehen wollen. Und hier machen wir wieder ein Dead End. Bis hier hin. Na, dann geht es hier durch. Sehr viel Cobblestone für hier unten. Sehr viel Cobblestone. So. Das Lustige ist, an der Stelle hier muss ich ja danach rüber. Ich muss dann hier rüber springen quasi, weil das. Der Strom wird dann hier quasi nach unten gehen. Da müssen wir dann wieder den, so Steine zum Verkleiden holen. Ganz wichtig. Ne, da geht der rein. Dann hier kommt er wieder. Warte mal, dann machen wir das so. Der kommt hier hoch. Hier kommt er wieder hoch. Dann kann man hier einfach weiterlaufen oder so. Müssen wir mal gucken. Hm. Jo, und dann geht das hier. Jetzt ist es hier auf dem Boden. Also läuft er hier unten am Boden lang quasi. Ja gut, das kann man machen, das ist dann okay. Aber ich will nicht, dass man die Leitung sieht. Ja gut, im Stromhaus sieht man sie jetzt auch, das kann ich nicht ändern. Das wird nicht gehen, okay. So, hier kommt das raus. So, und in der hier können wir ja noch ein bisschen so Erde hinsetzen, ne? So, oder noch grün. Und dann kommt hier die Stromleitung entlang. Ups. So. Das ist genau hier in der Ecke. Achso, ich muss mal was essen. Wenn ich das vergesse, macht es gleich bupp und ich habe hier einen Grabstein stehen. So. Oh, ich kann nochmal. So. Genau hier. Soll quasi. So. Hierhin noch eine. Ah ne, hier geht's ja gar nicht. Hier ist ja die Stromleitung. Wobei hier dann natürlich eine Wand ist. Das sind Steine auch alle. Ich muss sehr viel Steine jetzt. Oha. Ich hoffe, dass die Stromkabel reichen, dass ich die jetzt verbinden kann. Huch. So. Jetzt muss noch eins unten drunter sein. Also, so. Genau. Zack, 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 zack. Jetzt gehen wir hier. Stromleitung nach draußen liegen. Genau, das vergleicht man dann, damit das nicht mehr auffällt. Ja, und hier ist alles jetzt fest. Das haut hin. Gut. Vielleicht können wir an solchen Punkten, wo das da unten drunter geht, noch irgendwie was in die Wand einlassen. So als Hinweis.
gut, das passt schon mal. Jetzt können wir nach draußen gehen erstmal. Um weiterzumachen, brauche ich jetzt dann so Strom. Strom. Dann brauche ich erstmal Stein. Nicht Strom, Stein. Ah, es lädt. Es lädt auf. Wo ist es? Warte mal, ich nehme mal hier um kurz jetzt die Steine weg. Zack. Okay, drei ist definitiv. Das ist gut. Und hier machen wir alle paar Blöcke mal nochmal so einen Stein, der das einfasst, so ein bisschen. Tag. So, aber hier das Stromkabel. Ah, jetzt bricht schon wieder Stein, ne? Hier habe ich einen Stein geholt. Haha. Ja, gut. Dann müssen wir mal Steine holen gehen. Aber das kriegt man hin. Ich will halt wissen, wie viel Strom dann in die Batterie fließt, wenn das jetzt auch nochmal dann ans Netz geht. Also das Kraftwerk da hinten, also das Kraftwerk, das Wasserkraftwerk produziert ja anscheinend genug. Also 105 RF pro Tick ist natürlich schon einiges. So für den Anfang ist das schon was. Mal gucken, wie viel das steigt mit drei weiteren Wasserkrafträdern. Ich bin gespannt. Was auch nochmal extrem viel Strom liefern wird, das ist der Staudamm hinten dann. Der wird auch nochmal liefern. So richtig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Problem wird sein, ich weiß nicht, ob ich beide, also beide Stromteile verbinden kann, weil ich nicht weiß, ob die reichen werden. Steine. Okay. So. Dim, 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 dim. Ich möchte dann vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung Steampunk auch gehen. Was mir auch gefallen würde, das ist halt, wenn hier zum Beispiel wieder, ne, so auf den Straßen hier, weil ich hier so auch ein Wasserrad ist, wie so eine Art Zahnrad, was sich auch bewegt durch Wasser hier unten, ne. Wo man natürlich auch, ja, man macht das so, dass hier unten wie so eine kleine dünne Quelle lang geht. Einfach nur, ne, von da gesetzt, bis hier. Gut. Das Wasserrad dreht sich dadurch langsam. Und hier hat man trotzdem einen kleinen Dynamo drinne, der halt für das Haus Strom erzeugt. Ne? Das ist trotzdem ein bisschen... Aber ich möchte ja schon ein bisschen das Steampunk-Thema wieder mit einbringen. Ich gucke schon immer wo. Und hier an solchen Stellen, hier zum Beispiel, käme das gut. Hier an dieser Seite können wir es... Ne, hier ist der Weg. Hier können wir es auch nochmal hinmachen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. So. Jetzt wird es natürlich lustig. Wo ist jetzt... Wieso habe ich so viele jetzt? Achso, ich habe schon für alles eingeplant. Die anderen zwei hinten auch, ja, stimmt. Wohin gehe ich jetzt? Das Problem ist halt auch, das Kabel muss ja auf die andere Seite noch. Ich könnte es ja einzeln machen, ja, aber... Ich weiß nicht, ob das er sieht. Ach nee. Zu früh. Und jetzt aber direkt hier. Moment. Einmal so, ne? Zack. Zack. So.
Ist halt nur die große Frage. Wenn ich jetzt hier nochmal einen Slip drauf setze. Genau, dann geht es nämlich einfach hier so nach unten. Warte mal. So. Zack. Genau, bis hierhin geht das. Hier kommt das Stromteil hin. Ich wollte ja halt, dass es wirklich auf beiden Seiten hier der Strom. Die Frage ist halt, wie kriege ich das jetzt darüber? Einfach hier mit durch. Wenn es auf der Höhe jetzt ist. Einfach hier so durch mit. Und hier ran. Und gut. Das müsste hier sein, ne? Gut, das kann man eigentlich machen so. Dann geht es hier nochmal runter. Hier können wir es noch auskleiden, damit es ordentlich aussieht. So. Hier hinten machen wir eh zu. So. Mist, jetzt habe ich mich hier eingebuddelt. Genau, so. Okay, das passt. Sehr gut. So. Das sieht auch gut aus. So. So, jetzt hänge ich am Baum fest. Hilfe. Und hier können wir jetzt die... Ach hier. Moment. So. So. Genau, das sollte ja nun passen. Also theoretisch. So, damit es direkt drüber fließt. Das ähnliche. Au. Oh ja, klar. So, dass man hier nie hier rein kann, ne? Die Außenwand wird natürlich hier dann weitergeführt, hier außen dran. Das Ähnliche, was man jetzt noch machen könnte. Wo fließt denn das immer aus? Bitte, ne? Jetzt muss hier noch irgendwie... Warte mal. Dass das hier nicht zur Seite fließt. Zack. Nur, dass es hier nicht zur Seite wegfließt. Das noch ran. So. Ein bisschen auskleiden, damit das hinhaut. Genau, und hier machen wir jetzt einfach dann... Moment. Dann machen wir hier eins zu. 1, 2, 3. Ja, dann geht es hier das Spiel mit der Außenmauer quasi weiter. Einfach. Ah, das war knapp. So, hier vorne machen wir dann noch diese Seitenteile ran und dann passt das. 1, 2, 3. Und hier ist wieder ein Stück der Mauer. Und dann natürlich noch unten drunter das hier. Die Ornamente können wir dann später auch wieder reinführen, wenn das hier ein bisschen höher wird, damit sich das auch lohnt. Gut. Und hier machen wir dann noch ein kleines Hütchen hin. Also der Stromwärter sozusagen oder so. Müssen wir mal gucken. So. Slaps dazwischen packen. Perfekt.
So, jetzt können wir eigentlich den Strom fließen lassen, also das Wasser fließen lassen für den Strom. Na? Ah, jetzt geht's los. Und der Strom fließt. Langsam aber stetig. So, jetzt gehen wir mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Mal gucken, wie viel das jetzt erzeugt. Gucken. 125, 105, ne? 153 kommen jetzt schon an. Oh yeah. Wieder zwei neue Dynamos. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Die nächsten Wasserräder stehen.